1 Million Euro werden die Stadtwerke Schwerin in diesem Jahr an die Stadt ausschütten können. Bereits letztes Jahr konnte dies erstmals erfolgen. Beim parlamentarischen Abend stellte das Unternehmen am Mittwoch den Stadtparlamentariern Geschäftszahlen und aktuelle Projekte vor. Die Erträge aus der Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und Co. stiegen in den vergangenen Jahren von 1,5 auf 8 Millionen Euro. Auf diese Entwicklung sind die Stadtwerke stolz. Einen Wermutstropfen gab es. Für einen seit 2008 geführten Rechtsstreit muss der Konzern für den Fall eines Vergleichs eine millionenschwere Summe vorhalten. Dessen ungeachtet zeigten die Stadtwerke Tatendrang. Mit dem Breitband-Internetausbau wurde letztes Jahr vom bisherigen Anbieter WEMACOM ein völlig neues Geschäftsfeld übernommen. Der Ausbau läuft seitdem auf Hochtouren. Wir haben seit jetzt 2,5, 3 Jahren verlegen wir Leerrohrsysteme. Das heißt also, wenn es Tiefbaumaßnahmen gibt von einem der Unternehmen in den verschiedenen Sparten, dann verlegen wir Leerrohre mit. Das heißt also, wir müssen dann die Straße nicht mehr aufreißen, wenn wir dann Breitbandkabel verlegen. Sie wissen ja, Glasfasertechnologie ist eigentlich das, was man mittel- und langfristig braucht, um entsprechende Bandbreiten gerade für Internet, aber auch für Fernsehen zur Verfügung stellen zu können. Und da haben wir nachdem von der Telekom also das Thema weg Vektorisierung auf alter Technologie weitgehend ausgereizt ist, wollen wir damit natürlich für Schwerin so ein bisschen die Zukunft zur Verfügung stellen können. Langsam aber sicher soll Breitbandinternet über Glasfaserkabel in ganz Schwerin verfügbar sein. Noch ist die Anzahl der Nutzer mit 163 überschaubar. In der nächsten Zeit soll für das neue Angebot kräftig die Werbetrommel gerührt werden.